Heute habe ich eine Überraschung für euch Kinder. Echt cool, was denn für eine? Ja, welche Überraschung? Ich möchte es auch wissen. Wir werden heute ausnahmsweise keinen normalen Unterricht machen, sondern... Supi, keine Schule heute. Ist völlig egal, was wir machen. Hauptsache kein Unterricht. Heinrich. Entschuldigung. Wir werden heute ein Spiel spielen. Unsere Schule hat das Spiel bei einem Wettbewerb gewonnen. Welches Spiel ist es denn? Das werdet ihr gleich draußen sehen. Hey, wie cool. Das sieht aus wie das Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel. Sehr gut, Heinrich. Das ist ein Hänsel- und Gretel-Spiel. Zuerst müssen wir 4 Spieler auslosen, die als erstes spielen dürfen. Heinrich? Yes, ich bin dabei. Luisa? Oh, schön. Sam? Ich freue mich. Und Greta? Juhu! Hallo Kinder, ich erkläre euch kurz die Regeln. Eure Aufgabe ist es, die Süßigkeiten von dem Haus zu sammeln. Wer es schafft, als erster 4 Süßigkeiten in verschiedenen Farben zu sammeln, gewinnt. Ihr würfelt nacheinander und lauft im Uhrzeigersinn über das Spielfeld. Wenn ihr auf einem Feld mit einer Süßigkeit stehen bleibt, zum Beispiel einer blauen, versucht ihr eine blaue Süßigkeit vom Haus zu nehmen. Aber aufgepasst, im Häuschen wohnt die böse Hexe. Die böse Hexe? Wirklich? Oh ja, und es gefällt ihr gar nicht, wenn ihr Süßigkeiten von ihrem Häuschen wegnehmt. Einige Süßigkeiten könnt ihr nehmen, ohne dass sie es bemerkt. Aber bei anderen merkt sie es und kommt aus ihrem Haus. Um zu kontrollieren, ob ihr eine Süßigkeit behalten dürft, wird die Süßigkeit von mir hier überprüft. Wenn die Hexe rauskommt, habt ihr Pech gehabt und die Süßigkeit muss wieder zurück. Dann ist der nächste Spieler dran. Wenn die Hexe nicht rauskommt, dürft ihr sie behalten. Das klingt echt spannend. Dann gibt es noch ein paar Sonderfelder. Das hier bedeutet, dass ihr Süßigkeiten tauschen dürft. Ihr könnt eine doppelte Farbe aufs Haus zurückhängen und eine andere dafür nehmen. Aber auch die muss natürlich überprüft werden. Und dieses Feld bedeutet, dass ihr diese Farbe einem Mitspieler wegnehmen dürft. Ha, das Feld gefällt mir. Ja, aber nicht, wenn ich dir eine Farbe wegschnappe. Versuch's doch erstmal. Wir werden ja sehen, wer es schafft. Alles klar. Es geht los, Kinder. Wer fängt dann an? Ich schlage vor, wir fangen in der Reihenfolge an, wie auch die Namen gezogen wurden. Dann fange ich an. Eine 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Ich stehe auf dem Lila-Feld. Darf ich mir jetzt eine lila Süßigkeit aussuchen? Genau. Okay, welche nehme ich denn? Ich nehme die da oben auf dem Dach. In Ordnung. Dann schauen wir mal, ob die Hexe in ihrem Haus bleibt oder nicht. Du hast Glück. Du darfst die Süßigkeit behalten. Ja, das fängt doch super an für mich. Eine von 4 Farben habe ich bereits. Ich lege sie dir an deinen Ausgangsplatz. Die nächste ist Luisa. Eine 4. 1, 2, 3 und 4. Ich habe grün. Welche nehme ich am besten? Ich nehme die da oben links. Okay. Wollen wir mal sehen. Alles ruhig, du kannst die Süßigkeit behalten. Super! Jetzt ist Sam an der Reihe. 1. Ich hab lila. Ich nehme die da unten. Alles klar. Und wieder alles ruhig. Ich glaube, die Hexe schläft heute. Da habt ihr aber Glück. Mal gucken, wie lange es so ruhig bleibt. Greta, du bist die Nächste. Ich bin bereit. Wieder eine 1. Orange, ich hätte gerne die linke auf dem Dach. Okay. Bist du gespannt, ob die Hexe noch schläft? Oh ja, und wie? Oh nein, sie ist aufgewacht. So ein Pech, ausgerechnet bei mir. Die Süßigkeit muss sich wieder zurückhängen. Merkt ihr gut, welche es war, damit du sie nicht nochmal erwischt. Eine 3 für Heinrich. Okay, 1, 2 und 3. Oh Mann, wieder lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Welche Süßigkeit nimmst du? Ich nehme die unten. Okay. Und? Nicht so ungeduldig sein. Das war wohl nix.
eine 5 für Lisa. 1, 2, 3, 4 und 5. Oh, das ist doch das Feld, bei dem ich einem Mitspieler eine Süßigkeit wegnehmen kann, oder? Genau. Komm ja nicht auf die Idee, mir meine wegzunehmen. Ich nehme die von Heinrich. Na toll, musste das sein? Du hättest auch die von Sam nehmen können. Ich wollte aber deine, so ist das Spiel. Na super. Es geht weiter. Eine 1 für Sam. Schon wieder eine 1. Orange. Ich nehme die rechts unten. Dann wollen wir mal sehen. Tut mir leid, das war die falsche. Okay, das muss ich mir merken. Unten rechts die orangene. Eine 6 für Greta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich nehme die grüne oben auf dem Dach ganz links. Oh, das ist aber ganz schön hoch. Aber auch die bekomme ich runter. Wie macht sie das bloß? Wow! Du wolltest die grüne vom Dach, du bekommst sie auch. Jetzt prüfen wir, ob du sie behalten darfst. Alles ruhig. Juhu! Ein paar Runden weiter. Jetzt wollen wir mal sehen, wie der Zwischenstand ist. Ich sehe schon, dass manche kurz vorm Ziel sind. Fangen wir mit Heinrich an. Du hast 2 Farben, orange und blau. Luisa, du hast schon 3 Farben, allerdings 2 lila und eine grüne. Sam, du hast 2, eine lila und eine blau. Und Greta hat bereits 3 Farben, und zwar grün, lila und orange. Glückwunsch! Mal schauen, wer das Rennen macht. Dann fehlt ja nur noch eine Farbe und sie hat gewonnen. Ja, das stimmt. Das muss ich verhindern. Das schaffst du nicht. Gib dir jetzt gar keine Mühe. Eine 3 für Heinrich. Hey, sehr gut. 1, 2 und 3. Ich hätte gerne die grüne da. Okay, wollen wir mal sehen. Juhu, die kann ich behalten. Dann fehlt mir nur noch lila. Eine 3 für Luisa. 1, 2. Was mache ich denn, wenn das Feld besetzt ist? Dann gehst du auf das nächste freie Feld. Okay, dann habe ich blau. Ich hätte gerne die da unten. Das war leider die falsche. Sam, du darfst 6 Felder laufen. Blau. Schon wieder blau. Na, die habt ihr ja oft gewürfelt. Ich nehme die da unten. Leider war es auch die falsche. Eine 5 für Greta. 1, 2, 3, 4, 5. Schon wieder blau. Aber ich brauche eine blaue. Mal überlegen, welche Süßigkeit wir noch nicht probiert haben. Die hatten wir schon. Die glaube ich auch. Ich probiere mal die da unten. Ich bin so gespannt. Wenn die richtig ist, habe ich gewonnen. Juhu, ich habe gewonnen. Die Hexe ist nicht rausgekommen. Oh Mann, schade, dass ich nicht gewonnen habe. Aber Glückwunsch an dich, Greta. Glückwunsch, Greta. Das hast du super gemacht. Dankeschön, das Spiel war echt lustig. Ich hoffe, das Abenteuer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst es nicht, kostenlos zu abonnieren und die Glocke einzuschalten, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Bis bald. Tschüss.